Ich suche gerade einen Fernsehbeitrag über Marcel Hirscher, den Rennläufer, den der ORF gestern gesendet hat, ein Interview mit ihm. Ich finde ihn am besten in der ORF-TV-Thek. Dort kann ich alle Sendungen finden, die der ORF ausgestrahlt hat. Alle? Leider nicht alle. Der ORF löscht die meisten Sendungen nach 7 Tagen aus seiner Internetplattform ORF-TV-Thek heraus. Ich finde das ärgerlich, denn der ORF hat einen öffentlichen Sendeauftrag, auch wir Franziskaner zahlen Rundfunkgebühren. Deshalb möchte ich den Leuten vom ORF sagen, lasst euch eure Sendungen in der ORF-DVD drinnen, damit wir nach vielen Jahren auch eure Beiträge uns anschauen können. Da bin ich schon sehr froh, dass die Berichte und die Erzählungen, die meines Erachtens für die Menschen am wichtigsten sind, nicht gelöscht worden. Es sind die Texte der Bibel. Sie sind schon über 2000 Jahre alt. Sie berichten von den Erfahrungen, die Menschen mit dem Gott Israels und mit Jesus gemacht haben. Gott sei Dank sind diese Texte heute für fast alle Menschen aller Sprachen zugänglich. Auch für dich ist die Bibel da. Lies mal darin. Am besten du beginnst im Neuen Testament. Ich lese jeden Tag in diesem Buch. Und es stärkt in mir den Glauben an einen Gott, der gut ist und der für dich und für mich das gute Leben will.